Liebe Zuschauer, willkommen zu meinem Kochvideo. Heute werde ich euch eine persische Soße machen. Die Soße heißt Khorish de Havid. Erst werde ich euch die Zutaten vorstellen. Ich habe eine Tasse getrocknete Pflaumen schon im Wasser eingeweicht. Dann gelbe Linsen habe ich eingeweicht, ungefähr halbe Tasse. Dann habe ich ungefähr 4 bis 5 normale große Karotten, klein und groß geschnitten, so. Dann noch eine Tasse Rindfleisch und 2 kleine Zwiebeln habe ich klein geschnitten. Und wir brauchen natürlich eine Reihe Gewürze, Kurkuma, und das hier ist getrocknete Limetten, das habe ich von meiner Mama bekommen. Also alternativ könnt ihr auch Zitronensaft dazu geben. So, erst werde ich die Zwiebeln und Fleisch bisschen zusammen dünsten. Also, ich habe vorher meinen Topf gehitzt und also Öl dazu gegeben. So. Dann geben wir Fleisch hier rein. Und lassen wir das Ganze auf Stufe 2 oder 3 langsam dünsten. So, zwischendurch können wir mit Karotten anfangen. Ich habe meine Pfanne wieder aufgehitzt. Ich gebe hier ein bisschen Öl. So. Dann gebe hier die Karotten. Bisschen dünsten. So. Ich werde erstmal die Zwiebeln und Fleisch zusammen kochen lassen, bis das Fleisch kocht. Es dauert, denke, 2 Stunden, bis das Fleisch gekocht ist. Und dann gebe ich diese gebratene Karotten dazu. So, nach ungefähr 2, 3 Minuten sieht das Ganze so aus. Ich gebe hier die gelbe Linse dazu. Das Ganze habe ich abgedunsten. Braten wir das Ganze wieder. Und ich werde an dieser Stelle bisschen Kurkuma dazu geben und ein bisschen Pfeffer. So. Ein bisschen. Also, wenn ihr Rindfleisch insbesondere kochen möchtet, dann solltet ihr am Anfang kein Salz dazu geben. Es dauert ewig, wenn ihr Salz dazu gebt, dann dauert das Ganze ewig, bis das gekocht wird. So, lassen wir das Ganze ein bisschen braten. Parallel passen wir auf unsere Karotten auf. Okay. So, das Ganze wieder nochmal 2, 3 Minuten braten und dann komme ich wieder zu euch. So, nach ein paar Minuten geben wir ungefähr ein Glas warmes Wasser dazu. Und ich mache den Deckel zu und lassen wir das Ganze ungefähr eine Stunde bis 2 Stunden. Es hängt von der Qualität des Fleisches ab.
Aber normalerweise dauert Rindfleisch ein bisschen länger, bis das Fleisch gekocht ist. Dann warten wir ab und ich komme wieder zu euch. So, ihr Lieben, nach ungefähr einer Stunde ist mein Fleisch gekocht. Ich habe etwas vergessen. Ich gebe hier ein bisschen Tomatenmarke, damit die Farbe ein bisschen schöner wird. Also, das reicht jetzt. Dann geben wir hier die gebratene Karotten. Also essen wir das hier im Rum. So. Ich denke, ich gebe noch ein bisschen. Die Farbe ist immer noch gelb. Ich möchte orange haben. So. Dann, ich denke, es reicht jetzt. So. Wir haben unsere Karotten schon gebraten. Hier gebe ich die Karotten dazu. Okay. Und dann kommt die Pflaumen auch hier dazu. So, die Pflaumen habe ich auch abgegossen. Ich gebe das hier zu. Okay, und geben wir hier diese Puder, Limettenpuder dazu. Und ich gebe hier auch ein bisschen Salz. Gut. Dann lassen wir das Ganze ungefähr 20 bis halbe Stunde kochen. Und dann ist unsere Soße fertig. Die Soße wird sehr gern mit dem Reis gegessen als Beilage. Ja, dann warten wir ungefähr 20 Minuten und komme ich wieder zu euch. Bis gleich. So, ihr Lieben, nach ungefähr 20 Minuten sind meine Pflaumen auch gekocht. Die habe ich schon probiert. Und ja, das Essen ist fertig, die Soße ist fertig. Ich habe eins vergessen, ihr könnt alternativ statt Pflaumen, wenn ihr keins gefunden habt, Aprikosen, getrocknete Aprikosen nutzen. So, dann, ich tue meine Soße auf den Teller. Riecht total gut und ist auch sehr lecker. So, wie gesagt, es wird mit dem Reis gegessen. Ich wünsche euch einen guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen. Und bis zum nächsten Mal.